Die Aktivitäten waren sehr, sehr unterschiedlich. Größtenteils ist das Projekt natürlich aufgebaut auf der Wiederaufforstung des Kilimandaros. Und so arbeiten wir größtenteils in der Baumschule unten und pflegen die Setzlinge, pflanzen natürlich dann auch oftmals Setzlinge. Aber eben auch die Community Work, das heißt, man arbeitet da mit der Community zusammen, das sind größtenteils Farmer, und geht dann teilweise auch mit denen auf deren eigenen Farm und erntet zum Beispiel Mais, aber auch Kaffee. Und eine andere Aktivität ist noch zum Beispiel, dass man Upcycling macht. Da verwertet man zum Beispiel Plastikflaschen wieder, indem man sie so zurechtschneidet, dass man damit Bäume pflanzen kann. Man füllt dann Erde in die Flaschen hinein. Ja, ansonsten ist das immer verschieden, von Tag zu Tag unterschiedlich. Da muss ich sagen, so einen richtig typischen Tag gibt es nicht. Natürlich morgens um 8 Uhr das Frühstück, das ist immer. Danach sind die Aktivitäten ganz unterschiedlich. Ich würde jetzt zum Beispiel mal nennen, morgens gehen wir zu einer Farm von einem Community Member und ernten Mais mit denen zusammen, und da freuen die sich mega drüber, und dann um 12.30 Uhr ist Mittag und die Arbeit endet. Dann haben wir erstmal Pause und am Nachmittag zum Beispiel dann die Bäume werden gewässert. Das muss natürlich häufig gemacht werden, gerade wenn die Sonne scheint, und damit ist man gut beschäftigt am Nachmittag. Und dann endet die Arbeit so um 17, 17.30 Uhr. Und es gibt so zwischen 19 und 20 Uhr dann das Abendessen. Und dazwischen hat man Freizeit und kann machen, was man will. Mit dem Team vor Ort kann man viel machen. Und genauso nach dem Abendessen. Die Beziehung zu dem Camp-Team, die war sehr eng. Man hat da ungefähr 4 bis 5 Leute, die da wirklich klasse Arbeit einfach leisten. Die vermisse ich jetzt schon, muss ich sagen. Das ist sehr eng, vor allem mit der Köchin zum Beispiel, oder auch mit dem Gärtner, der uns immer anleitet, was wir dann machen können an dem Tag. Aber eben auch mit den Wachmännern, mit denen man dann beispielsweise abends zusammensitzt und sein Abendessen dann isst. Es ist immer super lustig und die verbreiten unglaublich gute Laune. Von daher, die Beziehung war sehr eng und super. Das sind Freunde, die vermisse ich jetzt schon, von daher. Und da muss ich sagen, ich habe es mir anders vorgestellt. Ich dachte nicht, dass man da wirklich so gut integriert wird, aber das ganze Team ist da vor Ort wirklich sehr bemüht, einfach die Einblicke ins Dorf wirklich immer zu zeigen und auch möglichst viel, dass wir davon mitnehmen können. Von daher, im Mueca, da kriegt man einfach einen super Einblick, wie so ein Dorf funktioniert, wie die tansanische Lebensart einfach seit Jahrhunderten oder Jahren sich bewegt. Lest euch die Reisevorbereitung durch, die euch World Unite zur Verfügung stellt. Kommt da halt einfach nicht blauäugig an. World Unite bereitet euch super vor. Und dann wisst ihr auch, was euch erwartet, oder zumindest einigermaßen Einblick habt ihr. Und seid dann vielleicht nicht so aufgeregt oder sonst was, aber seid offen, kommt wirklich auf die Dorfbewohner hinzu. Die sind super freundlich und mit denen kann man immer einen Schnack halten, sei es jetzt halb Englisch, halb Swahili, halb irgendeine Sprache. Völlig egal, man verständigt sich und esst das Essen wirklich, probiert da wirklich so viele Erfahrungen mitzunehmen, wie es geht. Und das geht, ja, man kann da wirklich sehr, sehr viel von lernen. Den Service von World Unite lässt sich am besten wahrscheinlich beschreiben mit zuverlässig. Sowohl von der Reisevorbereitung, von der Antwortzeit her super schnell immer geantwortet. Das war super. Da konnte man all seine Fragen stellen und hat direkt Antworten bekommen, die zielführend waren. Und vor Ort der Service super. Die Koordinatoren, die da vor Ort sind, die wissen, was sie tun. Die kennen natürlich Mueca und auch Moshi sehr, sehr gut. Mit denen kann man sich immer austauschen. Mit denen auch kann man sich auch gerne am Wochenende einfach mal treffen. Die zeigen einem die Stadt Moshi. Und ja, von daher den Service sehr, sehr gut. Meine Botschaft an euch ist einfach, geht raus in die Welt, lernt neue Leute kennen, macht eure eigenen Erfahrungen. Es lohnt sich einfach wirklich. Ja, so klischeehaft das auch einfach klingen mag, macht es einfach.